Hallo und herzlich willkommen bei Barstuning. Wir werden heute den Spurstangenkopf vom A38L wechseln. Wir spielen das Ganze erstmal ein bisschen ein. Ebenfalls auch die 19er hier unten. Und machen erstmal das Gewinde etwas sauber von der Spurstange. Ebenfalls hier vom Spurstangenkopf. Dann brauchen wir unten eine 19er Nuss. Und wir öffnen die Mutter. In diesem Fall ist jetzt der Spurstangenkopf gerade locker geworden. Ich werde euch gleich zeigen, falls das nicht der Fall ist, wie ihr das löst. Bevor wir hier unten um die Mutter abnehmen, um das Ganze rauszunehmen, kümmern wir uns erst hier um die 22er Mutter. Dafür brauchen wir, wie schon gesagt, einen 22er Schlüssel und machen diese erst einmal locker. Das können wir euch auch ein bisschen strenger gehen, dass die einfach mal locker ist. Und dann schraubt ihr diese aber wieder etwas fester. Das geht einfach nur darum, zwecks Nachher, zwecks der Achsvermessung. Grundsätzlich ist es so, dass an Teilen, wenn ihr Teile an der Achse wechselt, ist immer eine Achsvermessung erforderlich. So könnt ihr einigermaßen schauen, wo ihr den Spurstangenkopf dann abschraubt und wieder genauso draufschrauben. Dann würde es in der Theorie passen. Die Mutter hier hinten ist gangbar, falls nicht, macht hier hinten nochmal anständig das Gewinde sauber, spritzt das Ganze nochmal ein, dann sollte es auch funktionieren. Hier unten ist es jetzt bei mir so, dass sich dementsprechend das Gelenk hier mitdreht. Zum Gegenhalten habt ihr hier unten einen Torx T40, den ihr reinschrauben könnt. Ich habe jetzt in diesem Fall keinen, dementsprechend werden wir das Ganze hier unten durchdrücken und hier unten mit der Flex abschneiden. Dementsprechend, das kann mal passieren, aber den Spurstangenkopf müsst ihr sowieso tauschen. Das heißt, wenn er kaputt gehen würde, wäre es kein Drama an sich. Nächstes machen wir das Ganze so, dass wir hier die 22er Mutter und hier den 19er Schlüssel benötigen. In der Regel ist es so, dass sich die Mutter, wenn ihr jetzt versucht, den Kopf lose zu schrauben, dass sich die Mutter mitdrehen wird. Das wollen wir natürlich vermeiden. Dementsprechend lösen wir das Ganze etwas und können dann unseren Kopf einfach runterschrauben. Und dann haben wir hier unseren Spurstangenkopf. Da das Fahrzeug jetzt ein Schlachter ist, habe ich natürlich keinen neuen Spurstangenkopf. Das Ganze läuft nämlich so, ihr steckt den praktisch hier drauf, den neuen Spurstangenkopf, dreht ihn wieder komplett bis zur Mutter hinter, sodass der Kopf hier nach unten zeigt. Und dann zieht ihr das Ganze wieder mit der 19er und mit der 22er fest. Das Ganze war ja nur ein Stück, dementsprechend zieht ihr das hier auch wieder fest, sodass der Kopf hier unten wieder gerade ist und dementsprechend wieder hier durch den Achsschenkel durchgeht. Zu guter Letzt ziehen wir den Spurstangenkopf mit einer neuen Mutter mit 45 Newtonmeter an und dann sind wir auch schon fertig. Wie schon gesagt, normalerweise, wenn Achsteile ausgetauscht werden, muss die Spur vermessen werden. Das Ganze ist jetzt aber so, wir haben relativ sauber gearbeitet. Dementsprechend, wenn das Lenkrad gerade steht, würde ich fast sagen, könnt ihr euch die Achsvermessung sparen. Die Achsvermessung sind ungefähr 80 Euro, dauert ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde und dann ist das erledigt. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt und erhöhten Reifenverschleiß vermeiden wollt, fahrt zur Achsvermessung. Ist normalerweise überhaupt gar kein Thema. Und dann wäre es das mit dem Video auch schon gewesen. Damit ihr einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer das Video seht, weitere Videos zum A3 und auch zu anderen Fahrzeugen bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ciao.